Willkommen zurück zu einer Folge Distance World 2. So, gehen wir unsere Wissen noch auf dem Weg hier Richtung dieser Kolonie und dann gucken wir mal, ob wir das so erobern können. Ich bin mal gespannt. Wie ein Flitzebogen. Oh, Waffenforscher. Nett. Bin mal gespannt. So, da kommen schon die ersten Flotten. So, der letzte Träger wurde gebaut. Damit ist die eine andere. Das sollte auch komplett soweit. Muss noch einmal umbauen gehen. Offenbar ist es schon. Okay. Oder haben wir dafür kein Geld? Das kann natürlich auch sein. Ich würde mal sagen. Wir machen das erstmal so. Die kann Raiders wurden auch vernichtet, okay. Wir machen das erstmal so, damit wir die kleinen Dings, Treibstoffkarne das machen. Die freien Sklaven. Wir sind die. Im Shuttle auf eine unheimliche Welt gestoßen, die mit mehreren Arten von Außerirdischen bewohnt wird. Sagen sie, dass sie im Vorwand eins von einer Spezies brutaler Reptilienkrieger versklavt wurden. Dies geschah zur Zeit eines großen galaktischen Krieges. Und als dieser Krieg zu Ende ging, stürzten die Sklaven ihre Herren. Als sie frei waren, schlossen sie zusammen, neue Gesellschaft aufzubauen, in diesem Frieden Freiheit leben. Okay. Oh, okay. Da leben ein paar. Interessant. Die Qualität ist jetzt auch nicht so toll. Mhm. Cool. Antike Sklavenkolonie. Interessant. Aber ich schätze mal, die wird zu weit weg sein, oder? Die ist bestimmt wieder am Arsch der Welt. Würde ich jetzt mal. Ja, doch, ist ein bisschen weg. Okay. Nee, weg damit. Ah, will sich sehen. Hallo. Danke. So, jetzt müssen wir mal hier kurz schauen. Bis alle angekommen sind. Achso, Pause raus. Dort hilft, habe ich gehört. Es sind noch minus 17.000. Das wird langsam mit dem Geld. So, dann die Flotte. Also unsere zwei Flotten sollten mit diesem Schwarm fertig werden. Den wir da entdeckt haben. Erstmal zumindest. Geld! Juhu! Werde ich mal ausgeben. Der berechnet immer ganz schön nach hier. Das muss ich schon mal so sagen. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Was interessantes bauen. Die Schüsse, dachte ich, die ich hatte, die habe ich noch gar nicht erforscht, habe ich gesehen. Das ist natürlich schlecht dann. Juhu. So, dann gucken wir mal. Könnte das doch einfach hier auswählen, aber das vergesse ich dann immer. Überfallen. Angriff. Mission da? Ja. Clear World. Ohne Krieg. Wohlgemerkt. Interessant. Das funktioniert anscheinend. Minus 9. Wütend über die kürzliche Eroberung. Schlechte Ruf. Sind unglücklich. Na sowas. Ja, sowas auch. Und das denn? Halt, da wollte ich hin. Sind leider etwas unglücklich. Jetzt fangen wir nämlich hier bei 0 an mit der Assimilierung. Das ist immer das Problem. Hm.
Plantarsverteidigungszeremonie. Also im 5. Bedrohung bei Yosu Minor. Okay, flieg mal dahin. Und Doppelschuss. Na sowas. So, jetzt können wir nämlich ja auch in Yosu das Ding besiedeln endlich, weil es jetzt in unserer Reichweite ist. Da. Kolonisiere! In ein paar Sekunden ist es soweit. Sehr cool. Wunderbar. So, da können wir direkt mal die Dings bauen. Ne, können wir nicht. Brauchen wir 100.000. Neue Kolonie, sehr schön. Wunderbar. Okay. Dann haben wir das hier auch. Könnte man das hier eigentlich auch direkt überfallen, ne? Die sind halt ein bisschen angepieselt jetzt wahrscheinlich, oder? Habala. Wo bin ich jetzt gelandet? Hallo? Minus 138, ja, das fanden die jetzt nicht so toll. Das glaube ich gern. Mit Winden über Invasion unserer Kolonie. Ja, das tut mir wirklich sehr leid. Ruf ist fragwürdig. Wie ist unser Ruf so? Nicht so gut, ne? Das tut mir aber leid. So. Dann bin ich mal gespannt, ob das lange gut geht. Ne? Hier unten die Kolonie. Wie schaut da die Verteidigung aus? Man sieht es leider nicht. Oder? Doch hier. 199 ist halt nichts, ne? Wenn ich hier auf... wieso ist das nicht aus meinen Drumstellen? Oder eine Stelle von 1000. So, gehen wir du mal hin. Wenn wir schon mal da sind in der Nähe, ne, dann können wir auch gleich darüber fliegen. So. Den können wir wieder auf normal stellen. Dich auch. Okay. Dann könnt ihr wieder zurückfliegen. Plus 5 Forschung. Ah ja, okay. Also wie man Forschungsdurchbruch. Schneller Energieantrieb, okay. Müssen wir gleich mal schauen. Schneller Energieantrieb. Das hier oder was? Oder das hier? Nee. Ach ja. Was sind das? Hochgeschwindigkeitsspitze, Distanzwaffe. Ja, ich habe meine passenden Waffen. Das passt schon. Das ist okay. Massive Energiestrahl, ja, Strahlenverteidigung. Ne, brauchen wir eher nicht so, würde ich sagen. Ne? Hochleistungsblaster, Aufprall-Angriffsblaster. Yeah. Okay, ich könnte gleich mal noch eine Forschung einreihen eigentlich. Ne? Ich wollte, dass wir mal vielleicht diese Langstreckenschiffe bauen, beziehungsweise... Ja doch, eigentlich schon. Für die großen Kolonieschiffe unter anderem. So.
Okay. Genau, wir tanken erstmal bei Prime und dann greifen wir so an. Genauso ist der Plan. Ruine einer antiken menschlichen Festungswelt. Untersuchen wir doch gleich mal. Eine zerstörte Festungswelt. Ruinen der antiken menschlichen Festungswelt haben uns selbst zum Entdecken offenbar. Die ausgedehnten Ruinen auf dieser Welt zeigen, dass es sich um eine starke militarisierte und verteidigte Welt handelt. Vielleicht an der Grenze des Solaren Republik antiker Menschen. Es gibt eindeutige Beweise, dass die übertragenen Bombardement sowie die massiven plötzlichen Kataklysmus gefolgt von kleinen Ergebnissen im Laufe Ereignisse im Laufe der Jahrhunderte. Die gravimetrischen Stürme auf den Läden und im System scheinen Überbleibsel dieser Katastrophe zu sein und sind nach wie vor extrem gefährlich. Auf der Oberfläche gibt es kein Leben mehr, obwohl zahllose Überreste von antiken Menschen und verschiedene Flora und Fauna zu finden sind. Auch der Planet selbst wird in der Vergangenheit durch massive seismische Ereignisse fast zerrissen. Diesen jetzigen Zustand wäre es für Leben sehr schwierig zurückzukehren und zu überleben. Technologie gefunden. Erweitertes Bauen. Erweiterte Genetik. Oh, sehr cool. Gucken wir doch mal schnell. Ah ja. Leider nicht für Leben geeignet. Wo ist denn das hier hinten? Außer? Ah ja, hier hinten. Ist so weit weg immer von einem. Ist ja belastend. Vorhersage ist Propelli, eine Kolonie der Akteuren erkennen, die. Okay. Das hat man ja, glaube ich, auch schon mal. Und wir haben wieder Geld. Der Frachtdings ist fast fertig. So, hier. Würdest du eigentlich angreifen? Oder tankst du erstmal? Das ist natürlich auch okay. So, große Frachtlagerung ist erforscht. Dritter Angriff bei Park. Also wieder diese Schwarm. Sponsorungsforschung, okay. Oh, da wird wieder angegriffen. Sehr schön. Oh, hä? Sind ja doch stärker, als ich gedacht habe. Okay. Interessant. Ich dachte, ich wäre stärker. Okay. Ach, sind nicht alle gelandet, glaube ich. Ah, da kommt der Rest gerade. Jetzt sind alle gelandet. Der ist immer noch ein bisschen stärker. Das ist natürlich nicht so toll. Oh, da wird schon unser Truppentransporter angegriffen, oder was? Ja, soll sie machen. So, mal gucken. Wie schaut's aus? Oh, wir sind schlechter. Das ist aber nicht schön. Die sind ja am Verlieren. Ach du schöne Scheibenkleister. Ein neuer Weg, ein falscher Weg. Eine unserer Kolonien, Akentan, hat eine zuvor vergrabene unterirdische Einrichtung antiker Menschen entdeckt. Die erste Kombination deutet auf funktionierende Datenbank der Antiker hin. Und viel mehr Informationen, als wir bisher bergen konnten. Als wir ein größeres Team zusammenstellen und die Erkundung bergen zu leiten, wird die Kommunikation mit unserer Kolonie immer ungewöhnlicher. Man hat uns eine Art Ultimatum gestellt. Unsere Kolonie teilt uns mit, dass sie einen besseren Weg gefunden hat, sich nicht länger Teil unseres Reiches bleiben will.
Uns wurde gesagt, dass wir unseren eigenen Weg gehen lassen müssen. Und sie haben eine Unabhängigkeitserklärung abgegeben, weil es uns anscheinend freisteht, uns ihnen auf den neuen Weg anzuschließen, wenn wir bereit sind, unsere bestehende Regierungsform aufzugeben. Es handelt sich eigentlich um eine schwere Krise und die haben eindeutig gemacht, dass es nur bereit sind, auf höchste Ebene unsere Anführer persönlich weiterzusprechen. Nehmen wir das Risiko auf, unsere Anführer zu dieser rebellischen Linie zu schicken oder lehnen wir die Forderungen ab, um suchen nach anderen Mitteln, um die Einheit zu erzwingen, Abspaltung zu verhindern. Okay! Eine Krise nach der anderen hier. Sag mal, was war denn das für ein Achillemen? Qua Emo. Wir schicken mal unseren Anführer hin. Und gucken wir mal, was passiert. Ich hoffe, er stirbt nicht. Wäre nicht schön. Mal wieder was entdeckt. Okay. War jetzt nicht so interessant. Oh Gott. Ist ja auch toll hier mit dieser Anzeige, dass es so nicht funktioniert. Ganz toll. Ja, dann fliegt man weg und belad mal neu. Das Kollege stürzt. Was? Warum? Auf Jusel 8? Was? Habe ich irgendwas verpasst? Wieso das denn? Wieso sind die unglücklich? Was soll das? Ich habe die gerade eben frisch kolonisiert. Wollt ihr mich verarschen? Was soll der Scheiß? Das ist so, das können wir so nicht zulassen, das ist klar, ne? Mögen die, sind wir so, oh, unser Ruf ist ziemlich nicht so toll. Wenn ich das mal so sagen darf, offenbar rebellieren die dann. Das ist jetzt natürlich blöd gelaufen, ne? Okay, ist ja doof. Okay. Das ist ja blöd. So, der braucht erstmal neue Truppen hier. Ah, ist das wieder doof, ey. Okay. Okay, wir müssen hier mal neue Truppen produzieren. Produzieren jetzt einfach mal von allen ein bisschen. So. Okay. Ein neuer Weg. Unser Führer reist nach Yandar Misumino, um die unsere Gewaltbewegung zu sprechen und fand dort eine Gesellschaft, die bereits teilweise verändert hatte. Die Lehren in den alten Datenbanken hatten sowohl den Verstand auch schon Intuition unseres Volkes in bemerkenswertem Maße weiterentwickelt. Ein Rest unserer reich schockierenden Veränderung hat unser Anführer nach Diskussionen und Studien erklärt, dass General Misumino diesen Weg gehen darf, dass unser Anführer sich ihn anschließen wird und dass der Rest des Teils folgen soll. Der Pfad davor als Regierungsform ist uns nun offenbart worden. Werden wir unseren neuen Führer sich dafür entscheiden, ihm zu folgen? Okay. Was? Der ist gestorben? Habe ich irgendwas verpasst? Okay. Ha. Sehr doof. Neuer Anführer haben wir jetzt. Okay. Gleich mal ansehen. Wir können jetzt, glaube ich, eine Regierungsform wählen. Sehe ich das richtig?
dem Pfad der Vorfahren. Was machst du? Erhöht Bevölkerungswachstum, was gut ist. Forschung ist gesenkt. Lohnzufriedenheit steigt, das ist gut. Bergbaurate ist auf normal gesetzt. Korruptionsreduzierung ist gleich. Diplomatie ist erhöht, Tourismus ist erhöht, Wartungsentspannung ist erhöht. Handels. Oh ja, ich glaube, wir wechseln, oder? Würde ich sagen. Leben wir zwar ein bisschen Forschung, aber ist okay. Und mal wieder getötet worden. Na, sowas. Sind sie gleich viel glücklicher. Wir sollten auch mehr Geld verdienen, ja. So, der Pfad der Vorfahren. Hightech-Alchemie, ja, die bauen wir doch direkt mal. So, sehr schön. Wir sind einen neuen Weg eingeschlagen. Leider kann man den Namen nicht ändern mehr, ne? Das finde ich sehr schade. Aber ist okay. Gut, so, hier mal kurz auf den neuen Planeten schauen. Zufriedenheit. Oh. Als Placeholder. Wir gleich mal so ein paar Truppen bauen. So. Korruption ist noch nicht so hoch. Neue Botschafter, okay. Ist die Frage. Okay, da muss man erstmal warten, bis der Ruf wieder ein bisschen sich normalisiert hat, glaube ich. Ja? Glaube ich. So, du solltest gleich neue Leute einladen. Die sind alle auf dem neuesten. Ah, da fehlen noch Schiffe, sehe ich gerade. Welche das auch mal sind. Nein. Ja. Nein. Nein. Verteidigungsbasis, ja. So. Okay, auf jeden Fall verdienen wir jetzt schon mal mehr Geld. Das ist doch gut. Hier müssen wir noch die Dings assimilieren erstmal, sonst können wir die noch nicht nutzen, so richtig wahrscheinlich. Hier sind sie alle relativ glücklich. Wenn ich das mal so sagen darf. Können wir noch ein planetares Verteidigungssystem bauen? Uns Abkommen, nee. Mal wieder Tekara-Virus, sehr schön. Verteidigungsbasis. Verbesserte Scanner, sehr schön. Dann wird die Zivilschiffe gebaut, okay. Dass die sich jetzt hier angeschlossen haben, das nervt mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Muss ich schon mal sagen. Was hier? Haben die sich den Dings angeschlossen? Moment. Was? Warum? Wieder mal einen neuen Anführer. Okay. Endezahlen, Koloniennahme, Bevölkerungswachstum, Koloniezufriedenheit ist gesenkt. Okay. Na gut. Jetzt hat er sich. Jetzt haben sie sich den Dings angeschlossen. Darf er nicht wahr sein? Na, ganz toll. Okay. Das ist ja doof.
Das habe ich mir so nicht vorgestellt. Aber wir sind jetzt schön im Plus auf jeden Fall, das ist gut. Hier ist noch recht Schrot, wieso das denn? Guckt über den schlechten Ruf unseres Reiches. Ja, das sollte erstmal wieder besser werden. Irgend so ein Fieber? Hektorus-Fieber, okay. Ah, ist nicht bei uns, okay. Dann ist mir das egal. Die Kaha-Virus mal wieder. Ganz toll. Und wenn wir da irgendwelche Schiffe entdecken, anscheinend. Was ist das hier? Nee. Ne, lass mal. Das muss nicht sein. So. Neue Kolonien da oben. Hier drüben ja halt sehr interessant. Das ist halt ein bisschen weiter weg. Muss ich sagen. Wir besiedeln mal da hinten die Planeten. Oder einen zumindest. Würde ich sagen. So, dann sollte mal das Schiff bauen dann. Sobald wir es können. Dann fliegt da einer hinter und dann besiedelt er das. Wo ich natürlich auf die großen Kolonieschiffe hätte warten können. Ne? Ja, ist erstmal egal. Das passt erstmal. Nehmen wir erstmal den. Wir können ja noch eins hinterher schicken. So, Schiffe repariert. Ablehnen. Danke. Da schickt man da einfach noch welche nach, dann passt das schon. Ist okay. Haben noch Stufe 20 Tauglichkeitssachen. Nur diese Wasserplaneten. Leider ist dieser Dekara-Virus, ne? Ist ja sehr hartnäckig, muss ich sagen. Ach, das leckt jetzt schon ganz schön, muss ich sagen. Das ist nicht schön. Überhaupt nicht. Flotte. Der lädt Truppen, das ist okay. Ruinen einer antiken menschlichen Industriewelt. Na, gleich mal untersuchen. Die Planeten und spannende Ruinen dieser Welt zeigen, dass sie eine stark bevölkerte und fortschrittliche Industriewelt war, die auf die Herstellung aller Arten und Technologien der Solaren Republik der antiken Menschen konzentrierte. Es gibt eindeutige Beweise einer massiven plötzlichen Kataklysmus. Ja, ja, das kennen wir ja schon. Gibt es noch irgendwas Interessantes? Oh, wir haben Geld gefunden. 100.000, sehr nett. Optimierte Verteidigungsbasen haben wir gefunden. Cool. Das gefällt mir. Gleich nochmal Verteidigungsbasen bauen. Ist das ganze Geld schon wieder weg? Sag mal, was haben die mit dem Geld gemacht? Hatte ich nicht Pause gedrückt? Können wir noch was bauen? Irgendwas fehlt ja noch bei der Flottenvorlage anscheinend. 6 Fregatten, 5 Zerstörer, 2 Kreuzer, 1 Schlachtschiff, 1 Träger. 6 Fregatten, 5 Zerstörer, 17 Schiffe. Ach, Schlachtschiff halt, ne? Das haben wir aber, glaube ich, noch nicht. Wenn ich mich recht erinnere. Leider. Was geht hier ab? Irgendeine Gefahr ist danach, aber wahrscheinlich hier der Truppentransporter, kann ich mir vorstellen.
Die Eskorte, was machst du? Du bewachst nur den Planeten, was soll denn der Blödsinn? Ja, die haben den hier assimiliert, offenbar. Natürlich sehr schade. Spionage im Fluss? Nein. Sus? Hallo? Achso, da kann ich die Dings ausschalten, oder was? Okay, danke. So, der muss jetzt erstmal wieder Truppen laden hier. Der hat nämlich keine mehr. Natürlich jetzt blöd, dass der Planet hier übergelaufen ist. Total bescheuert. Ich mache mir die Mühe und kolonisiere den, dann wird er einfach so übernommen. Finde ich gut. Okay, die werden offenbar schneller assimiliert als die anderen. Was okay ist. Otan sind ein bisschen unglücklich. Ist okay. So ein Tsunami wieder her, ja, ganz toll. Können eine Planetenverwaltung bauen, aber das bringt noch nichts. Auch nicht so wirklich. Tower auf Arzelok. Ja, untersucht das mal. Erholungsbasis, okay. Muss jetzt nicht sein. Es geht recht schnell, die Erforschung hier. Ich glaube, ich brauche mal eine neue Forschung. Demnächst. Ich würde noch den großen Drohnentransporter bauen, das wäre vielleicht ganz gut. Bauen wir den dann direkt hinterher. Verbesserte Störung, Analyseblöcke, okay. Und das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Dauert 4 Jahre. 3 Jahre, 2 Jahre. Andockbucht eine bessere wäre natürlich auch eine Sache. Das Handelsnetz, Weltraumhändler. Für mehr Handelseinnahmen, das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Und gleich mal kaufen, dann vielleicht noch hier für die Forschung. Und Offiziers aus Militärakademie. Chance auf Admiräle, Generizierfassung. Ja, nehmen wir auch gleich mit. Ist die Frage, ob sich das hier auf die Assimilierung auswirkt, ne? Das weiß ich halt nicht. Dauert halt 4 Jahre, ne? Das dauert eine Ewigkeit. Das muss nicht sein. Könnten das hier mal machen. So. Das sollte erstmal reichen, denke ich, oder? Tarnkappen. Flottenzielerfassung. Ja, vielleicht auch nicht schlecht. Wenn wir die mal noch haben, so. Das erweiterte Bauen. Können wir das mal nach oben setzen? Machen wir das erstmal. Schnell. Und dann machen wir die andere Sache. Okay. So weit, so gut, denke ich mal.
Das sollte erstmal reichen an Forschung. Würde ich vermuten. Die sind ja glücklich soweit. Das passt. Jetzt Schiffe bauen. 10 Oskortschiffe. Okay. Mach mal. Die können wir vielleicht noch so für die Kontrolle gebrauchen. Okay. So, wir haben hier noch diverse Schiffe. Wahrscheinlich die ganzen Eskorten hier. Nee, Fregattenzerstörer. Zieh ich mal zurück. Hallo. Habe ich gesagt, du sollst dich zurückziehen? Danke. So, die ganzen Eskortschiffe wurden gebaut, sehr gut. Was bist du? Komische Fregatte. Kann man auch mal zerlegen, so. Du bist auch keins von meinen, weg damit. Und die Sachen hier eigentlich auch. So, alle zurückziehen und zerlegen mal, damit die Schiffe wechseln. Braucht man nicht unbedingt. Okay. Dann würde ich sagen, das war's erstmal wieder. Kolonieschiffe stehen auch noch. Wieso haben wir jetzt 2 Kolonieschiffe? Keine Ahnung. Okay. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Ich danke dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.